euch ganz herzlich willkommen. 7-8, sehr schön für eine Session. Ich habe hier oben mal aufgeschrieben, wie ich mir die Session vorgestellt habe. Also ich habe in dem Dossier so einen Artikel geschrieben, wo ich es ein bisschen zusammengefasst habe. Moment, meine Kamera ist ja auch noch aus. Wie ich so die Entwicklung des Wissensmanagements sehe aus persönlicher Perspektive. Und der heißt Wissensmanagement 2040, das ist ein Typo hier auf dem Board. Weil so ein bisschen der Blick in die Zukunft auch drin ist. Und da würde ich euch jetzt einfach mal die Highlights daraus vorstellen. Die Idee ist, dass ihr währenddessen gerne schon die Fragen, die ihr habt oder Anmerkungen, die ihr habt, hier so per Post-it eintragen könnt. Ich habe so ein paar Post-its hier schon mal aufs Board gepackt. Hier links außen über diesen Post-it-Schalter könnt ihr gerne weitere dazu holen. Dann sammeln wir die einfach, während ich ein bisschen erzähle. Dann würde ich so einen 5-Minuten-Timer stellen. Da kann man auf dem Whiteboard so virtuelle Klebepunkte draufpacken, dass wir sehen, je nachdem, wie viele Fragen es sind. Wenn es nur 3, 4 sind, können wir vielleicht alle beantworten. Und ansonsten kann man darüber ein bisschen steuern, was die wichtigsten sind. Dann gehen wir die einfach in der Reihenfolge durch, wie sie bewertet sind. Passt das für euch? Prima. Sehr schön. Genau, ich habe das PDF einfach mal genommen und mal so ein paar Sachen gehighlightet. Ich weiß gar nicht, wenn ich das jetzt so mache, seht ihr das? Sieht man? Ja. Genau. Okay, sonst könnt ihr das bei euch auch, wenn ihr quasi am Whiteboard seid, rechts mit dem Plus mal rein und rauszoomen. Ja, also ich habe versucht, mal so ein bisschen die Historie zu beschreiben, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe irgendwie 1999 den ersten systematischen Berührpunkt gehabt, da habe ich mir das Buch Wissen managen gekauft. War damals im Fraunhofer Institut für integrierte Schaltungen mit dem Thema Qualitäts- und Prozessmanagement beschäftigt und fand es eigentlich gleich spannend, weil das so eine Perspektive war, die im Qualitäts- und Prozessmanagement eigentlich immer fehlt, diese Wissensperspektive. Da hat man ja so diese auf der einen Seite so Governance-Regelungssicht und auf der anderen Seite eben so Prozessbeschreibung, Workflow-Sicht. Aber wenn ich jetzt mal so einen Prozess durchlaufen habe, wo bleibt eigentlich das Erfahrungswissen und wie transferiere ich das und so, das wird eigentlich immer nicht behandelt. Und wir sind damals als Institut so stark und schnell gewachsen, dass uns das angefangen hat, weh zu tun, weil die Fraunhofer-Mitarbeiter alle so 5-Jahres-Verträge haben. Das heißt, die gehen in der Regel, kommen von der Uni, gehen nach 5 Jahren in die Wirtschaft. Und wir haben was gekriegt, was wir damals so Wissenssägezähne genannt haben. Also die Leute brauchen 1,5 Jahre, bis sie produktiv sind. Und dann gehen sie weg und man hat das Gefühl, dass die Leute, die nachkommen, halt die gleichen Fragen und die gleichen Räder neu erfinden, die gleichen Fehler wieder machen. Und da wurde dann eine Stabsstelle eingerichtet, die sich eben mit dem Thema Wissensmanagement mit der Vorgabe eben prozessorientiert und nach ISO 9001 zertifizierbar ins Leben gerufen. Und die habe ich dann gemacht. Eigentlich war ich Elektronikentwickler, also ich bin eigentlich Elektrotechnikingenieur von der Ausbildung. Wir hatten neben uns im Gebäude sitzen, den Lehrstuhl für Informatik 8, Künstliche Intelligenz. Die haben sich mit dem ganzen Themenfeld Bewahrung impliziten Wissens beschäftigt. Also wie kann ich Wissen aus den Köpfen der Leute bewahren? Eigentlich mit dem Ansatz Mensch-Maschine-Wissenstransfer. Also man wollte versuchen, zum Beispiel mit Kinderärzten zu sprechen und quasi von denen das Wissen rauszukitzeln, ab wann würde man Eltern empfehlen, zum Arzt zu gehen und das dann auf eine automatisierte Hotline übertragen. Also so einen Entscheidungsbaum, wo ein Sprachcomputer einen durch Fragen führt und dann kann man quasi Leuten entscheiden, eine Empfehlung geben, gehe ich jetzt zum Arzt oder nicht. Und das haben wir dann quasi übertragen mit sogenannten Evita-Projekten bei Audi. Das war die erste größere Anwendungsfeld, wo wir quasi die Methodik genommen haben und die aber modifiziert haben auf die Übertragung impliziten Wissens von Mensch zu Mensch. Also nicht mehr Mensch-Maschine, sondern Mensch-Mensch. Und da ist dann das draus geworden, was heute Expert-Debriefing heißt, was bei VW als Wissensstaffette eingesetzt worden ist. Das waren so frühe Projekte, wo wir das eben transferiert haben. Ich sehe gerade, Sophie, du bist noch mit reingekommen, Rosanne, glaube ich, auch. Ich habe gerade gezeigt, im Chat findet ihr einen Link zu einem Whiteboard. Da steht oben drauf, wie wir vorgehen. Ich würde jetzt ganz kurz die Eckpunkte aus diesem Dossierpaper nochmal vorstellen. Währenddessen könnt ihr schon auf Post-its Fragen schreiben, die ihr habt oder Anmerkungen. Die würde man dann kurz priorisieren mit Punkten und in der Reihenfolge dann in der zweiten Hälfte der Session durchgehen. Ich sehe, die Sophie nickt. Sounds like a plan.
Genau, das haben wir 2001 ausgegründet, haben sozusagen von da ausgehend, von dem Expert Debriefing, unseren Werkzeugkasten eigentlich kontinuierlich erweitert. Er umfasst jetzt so, glaube ich, 76 Methoden. Da ist sowas drin wie Lessons Learned, wie Wissenslandkarten, strukturierte Dokumentablagen, ist gerade so ein Dauerbrenner-Thema wieder. Ist eigentlich ein Dauerbrenner, aber wird jetzt gerade wieder eins, weil die ganzen Firmen in Richtung Office 365 gehen. Man fragt sich irgendwie, wie organisiere ich die Dateien in Teams und SharePoint und wie finde ich da irgendwie wieder was. Communities of Practice, Barcamps, also gibt es eine lange Latte, wenn euch das interessiert. Wir haben im offenen Wiki haben wir so eine, quasi unser Methodenpool auch offen als Liste quasi verfügbar. Ich habe dann in dem Vortrag, weiß nicht, wer das mitgekriegt hat, bis 2015 gab es ja die NoTech, also zentrale Wissensmanagement-Konferenz in Deutschland. Die Bitkom hat die dann eingestellt zugunsten von einer Big Data-Konferenz. Und die NoTech hatte so die Funktion, ich habe es immer gesagt, das ist das Klassentreffen der Wissensmanagement-Szene in Deutschland. Also gab es so 60, 70 Leute, die eigentlich seit Mitte der 90er Wissensmanagement bei Siemens, Pricewaterhouse und so weiter gemacht haben. Für die war das eigentlich jährlich das Haupttreffen. Und nachdem das weggefallen ist, haben wir mit der No-Touch, haben wir die dann genannt, quasi 3 Jahre in Folge so eine Ersatzkonferenz gemacht. Da gab es immer so ein Vortrag, lernende Organisation, State of the Union, ne, weil wir lernende, also Wissensmanagement definieren als Führung und Gestaltung lernender Organisationen. Und da habe ich mal versucht, so unsere gedankliche Entwicklung, was ist Wissensmanagement, was tue ich da, in so 3 Stufen darzustellen. Ne? Das ist hier beschrieben. Also in der ersten Stufe ging es hauptsächlich um so Tools und Methoden. Da gab es so die 2 großen Ansatzpunkte, mache ich das aus der IT oder mache ich es aus HR raus? Und IT waren halt dann Portale, CMS-Ablagen, das Wissensmanagementsystem, was es so zum Glück heute nicht mehr gibt als technische Idee, so Geschichten. Oder eben dann sowas wie Expert Debriefing, wie Wissenslandkarten, wie Communities, After-Action-Reviews. Und das hat man dann in den Firmen schon gesehen, dass dann diese, was hier als Stufe 2 benannt ist, dass diese Vielfalt der Methoden und Tools, die da eingesetzt werden, dass es da so eine Art Ordnungsrahmen braucht, also dass man irgendwie kommunizieren kann, was sind denn eigentlich die Tools und Methoden, die ich da einsetze und wie kann ich die vielleicht strukturieren, ne? Warum ist im Wissensmanagement-Bereich sowas wie ein Intranet angesiedelt, aber vielleicht auch sowas wie der Austrittsprozess in einem Personal-Lifecycle beispielsweise. Das war so die Zeit der Toolboxen, also gibt es viele so Präsentationen, wo eben so Räder oder Säulendiagramme oder so mit so Werkzeugkisten, die dann organisatorische Seite oft von einer Wissensmanagement-Abteilung verantwortet waren. Das hat man jetzt in den letzten Jahren deutlich weniger gesehen. Also es gibt ganz wenig so dedizierte, in so Stabliniensystemen dedizierte Wissensmanagement-Abteilungen. Das ist von der Organisation heute durchaus anders geworden. Aber da komme ich noch drauf dann. Na, und dann Stufe 3, sozusagen, das war eigentlich so dieser Kipppunkt in Richtung, da haben wir auch angefangen, den Begriff Wissensmanagement gar nicht mehr so präsent auf die Bühne zu stellen, weil der durch, ich sag mal, den ganzen Digital-Hype, ne, Jahr 2000-Wende, neuer Markt, auf einmal war auf jeder Suchmaschine klebte der Wissensmanagement-Aufkleber drauf, war der in vielen Organisationen verbrannt. Ne, also du konntest das kaum noch sagen oder alle haben das sofort mit der Wissensdatenbank auch so ein Unwort irgendwie in Verbindung gebracht und mit diesem, wir schreiben auf, was wir wissen, wir dokumentieren, ne, so Brain-to-Document-Ansatz. Und da haben wir angefangen, eben das Konzept der lernenden Organisation mehr nach vorne zu holen, ne, und haben das die Brücke geschlagen über die Definition Wissensmanagement als Führung und Gestaltung lernender Organisationen. Ne, und damit eben den Claim, dass es da nicht darum geht, irgendwie ein Tool einzuführen und zu bedienen, sondern das steckt natürlich in dem Gestaltungsaspekt drin. Ich gestalte eine Organisation, ich überlege mir, wie sind die Strukturen, Aufbau, Ablaufstruktur, Gebäude, Räume, Coworking Spaces, Training, Akademie, Prozessstrukturen, aber eben auch vor allen Dingen dieser Führungsaspekt, wo man eben sieht, wenn die Führungskräfte nicht anfangen, dem Thema Wissen und Bedeutung viel mehr Gewicht zu geben, dann kann ich mir auf dieser Tool- und Methodenebene die Füße wundlaufen und da passiert nicht viel. Oder ich stoße immer an so Grenzen. Ne? Und ich komme auch mit den Entscheidungen nicht dahin, wo ich hin muss. Also ich komme eigentlich nie in die Boardnähe oder in die Entscheiderebene, sondern dümpel da immer irgendwo in IT-Abteilungen oder Personalabteilungen rum. Und das Konzept der Lernorganisation nach Garvin deswegen, es gibt ja auch
von Donald und Schön, dieses Dual Loop Learning oder Peter Senge fällt da vielen ein, ne, fünfte Disziplin. Das war aber aus unserer Sicht schwierig zu operationalisieren. Also da nickt jeder so, aber man kriegt es schwierig in, wenn man jetzt mit Firmen so Strategie-Workshops macht zum Beispiel, man kriegt es schwierig übertragen in, das sind jetzt unsere Handlungsfelder. Ne? Wie können ein Handlungsfeld Systemdenken in einem Wissensmanagement-Projekt aussehen? Und die Lernorganisation nach Garvin, der sagt, die sagen halt, es gibt drei Building Blocks. Der eine ist, also die englischen Begriffe sind Leadership that reinforces learning, also Führung, die quasi das Gewicht auf Lernen legt. Concrete Learning Process, formelles, informelles Lernen, also so 70-20-10 Modell. Und das dritte ist a supportive learning environment und Environment aufgegliedert nach psychischer Umgebung, also so psychological safety, dass Amy Edmondson, ne, die das ganze Thema Psychological Safety sehr stark spielt. Ne, ist Querdenken erlaubt? Kann ich über Fehler sprechen? Oder sagen alle Leute gleich, ne, wir machen so, wie wir es schon immer gemacht haben. Aber eben auch Environment im Sinne von physischer und virtueller Umgebung. Also Räume, Standorte, Büros, Mobile Office, aber eben auch Intranets, Digital Workplace, Enterprise Social Networks. Hier, da geht es nicht im Detail nicht so drauf ein, habe ich mir so ein bisschen gelistet, was so die Communities waren, ne, wo wir da viel unterwegs waren, sowohl national als auch international. Da gibt es ja viele nicht mehr, ne, so Arbeitskreis WIMIP ist mehr oder weniger eingeschlafen, die Karlsruher Wissensmanagement-Symposium gibt es nicht mehr, Österreicher Wissensmanagement-Community ist in GFM aufgegangen, mehr oder weniger. Na, und was mir eigentlich da auch schon immer aufgefallen ist, ist, dass es wenig Bezugpunkte zu international gibt. Also man hat irgendwie weltweit so in Washington APQ-CKM-Konferenz oder so selten Leute aus der deutschen Szene getroffen. Na, oder ICKM, ECKM, also eigentlich die ganzen weltweit führenden KM-Konferenzen, da gibt es wenig Überlapp. Deswegen freut mich das auch, dass wir jetzt so mit dem Track auch mal internationale Speaker haben und da vielleicht ein bisschen mehr den Anschluss auch finden und sichtbar werden. Ich glaube, unser Problem, dass der deutsche Sprachraum zu groß ist, da halten sich die Themen immer einzeln auf. Genau, das ist ein bisschen nachgezeichnet, was wir in der GFM gemacht haben. Da gab es auch das Fachteam Wissensmanagement, ne, mit dem Wissensmanagement-Modell, wo wir auch Lernorganisationen in den Kern gestellt haben, dieses kontinuierliche Lernen. Auch steht hier irgendwo drin, ne, ISO 9001 Compliance, damals schon wann ging die Entwicklung los? 2007, 2011 ist, glaube ich, veröffentlicht worden. Da waren wir unsere Zeit, glaube ich, ein bisschen weit voraus noch. Also da gab es viele, die so gesagt haben, ah, brauchen wir in Zukunft überhaupt noch sowas wie ISO 9001? Ich glaube schon, aber das können wir dann auch diskutieren. Na, und das sind halt hier in dem Kapitel GFM ein bisschen die Spuren nachgezeichnet, dann auch von der APQC. Die haben das Buch rausgebracht, das ist diese 12er-Quelle New Edge in Knowledge, wo sie quasi mal von ihrer Gründung, sind die 1995 oder 96 gegründet, mal nachgezeichnet haben, was so die Methoden und Tools sind, die sich halt halten. Ne? Die drei Dauerbrenner, COPs, Lessons Learned, Best Practices. Na, und wo sie aber halt auch nachzeichnen, dass sich da der Fokus jetzt von den Trends verschiebt in Richtung organisationale Entwicklung. Also dass ich als KM-Einheit irgendwie einen Finger auf OE und also Organisationsentwicklung, Personalentwicklung haben muss. Und dann die ganze Technikschiene, ne? Soziale Medien, alles was so ab 2.4, 2.5 mit Web 2.0, Blogs, Wikis, Podcasts, Videoportale, bis jetzt eben in die Neuzeit, ne? Sagen wir mal sowas wie ganze Enterprise Social Network Welle ab 2012 und jetzt eben im Moment Office 365 sehr stark als Thema und die ganze Videoschiene, also das ist auch sehr stark Wissenstransfer, Wissensbewahrung über Videos, ne? So interne YouTubes und so als Schlagwort. Und dann ist noch das fand ich einen sehr schönen Artikel in dem Journal of Knowledge Management. Die sind auch 20 Jahre geworden, letztes Jahr schon. Ist so ein Artikel drin, 20 Years of the Journal of Knowledge Management, und haben so eine bibliometrische Analyse mal gemacht, wo sie alle Artikel über die 20 Jahre analysiert haben. Das ist auch eine Quelle, wo es sich sicher lohnt, mal eine Weile rein zu vertiefen. Ich habe hier für das Paper, Moment, wo sind wir, hier muss ich hin, einfach mal die Top-Punkte rausgezogen. Also zum einen, das beobachten wir auch in den Projekten, dass sich der Fokus deutlich verschoben hat von Bewahrung, Dokumentation von Wissen hin zu Generierung von neuem Wissen. Na, das ist ja auch so ein alter Streitfall, wenn ihr mit einem Kasten sitzt, dann was wie ein Wissensmittel, wie lange fast. Aber
die Anschauungsgenerierung ganz klar Teil vom Knowledge Cycle und damit gehört natürlich das ganze Thema Kreativität, Innovation, Forschung und Entwicklung zum Kern des Wissensmanagements. Und je schneller sich die Umwelt um uns herum ändert, je schneller die Wettbewerber innovieren, desto wichtiger wird es eben, sich nicht auf dem Wissen, was man schon hat, auszuruhen und das bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag verkaufen oder anwenden zu wollen, sondern eben den Fokus sehr viel stärker auch auf Innovation zu legen. Und ich denke, auf der Basis ist die Bedeutung, das sieht man eben in dieser bibliometrischen Analyse auch schön, der Bewertung und Messen von Wissen deutlich zurückgefallen. Wenn ihr da ein Streitgespräch haben wollt, setzt euch mit Manfred Bornemann und mit Ulrich Schmidt an den Tisch und sagt sowas wie Wissensbilanz und Wissen messbar machen, braucht man nicht mehr, dann habt ihr nochmal eine Stunde zu tun. Aber das ist einfach ein Punkt, ne? Ich kenne keinen, kenne so ein bisschen Google die Innereien und Apple, wie die organisiert sind und da fängt halt keiner an, irgendwie Wissen zu versuchen zu zählen oder zu messen oder in Euro zu bewerten. Ne? Das gab es ja alles früher, so Saarbrücker Formel und wie die Sätze alle hießen. Und das ist halt jetzt in den letzten Jahren deutlich runtergegangen. Und was auch, denke ich, schön ist, das ist, worauf wir jetzt stark aufsetzen, ist eben diese ISO 30401 Standard, der glücklicherweise nicht aus der QM-Truppe kam von der ISO, sondern TC 206, also Human Resource Management. Und die, am Anfang habe ich es ein bisschen kritisch gesehen, weil die eben auch mit dem Begriff des Wissensmanagementsystems wieder operieren, aber ziemlich schnell im Text quasi darauf hinweisen, dass damit nicht ein technisches System gemeint ist, sondern ein Managementsystem. Also da geht es darum, man könnte jetzt so das Konstrukt der soziotechnischen Systeme nehmen, ne? Also Organisationen als Kombination aus sozialen Teilsystemen und technischen Teilsystemen. Und dann geht es eben darum, dass man ein strategisches Managementsystem, also quasi Wissensmanagement ist so eine Art General Management fürs 21. Jahrhundert. Ja, wenn wir auf dem Weg mittendrin oder auf dem Weg in die Wissensgesellschaft sind, dann ist eigentlich klar, dass ich eine Organisation anders führen und lenken muss, als ich das in der Industriegesellschaft im 20. Jahrhundert gemacht habe. Und das kommt halt sehr stark aus dieser ISO 30401 raus. Da mache ich morgen irgendwann am Nachmittag, glaube ich, ist das eine Session dazu, wo ich da ein bisschen drüber spreche. Genau, und dann sind die neuere Entwicklung. Ich weiß nicht, ob jemand von euch in dem ganzen Agile-Feld ein bisschen drinsteckt. Das war ja auch ganz lustig, das ganze Thema Agile und Scrum kommt ja von, erste Erwähnung ist Nunaka in dem Paper The New Product Development Game 1989. Das wollen die Agilisten immer nicht hören, dass auch ihr Thema aus dem Wissensmanagement entstanden ist. Aber ist ja klar, ne? Wenn ich sage, ich habe ein schnell sich änderndes Umfeld, dann kann ich halt nicht mehr mit Wasserfallprozessen agieren, sondern brauche eben agile Ansätze. Die waren leider jetzt die letzten 20 Jahre ziemlich stark halt in der IT festgehangen, weil angefangen vom Agile Manifest über den Scrum Guide alles vom Wording so sich anhört, dass es nach Softwareentwicklung klingt. Gestern Nachmittag war die Release-Konferenz für das Update, also es gibt jetzt den Scrum Guide Version 2020 und die Hauptänderung ist quasi, dass sie Scrum sozusagen loslösen von der ganzen Softwareentwicklungsterminologie und damit eben für ein agiles Management in Nicht-IT, Nicht-Software-Engineering-Bereichen öffnen. Also auf der scrumguides.org ist der neue Leitfaden schon drauf, wenn das interessiert. Könnt ihr da gerne mal drauf schauen, das lohnt sich auf jeden Fall. Und wird, glaube ich, auch für das Thema Wissensmanagement ein interessantes Framework bleiben. Genau, und da haben wir uns jetzt raus ein bisschen bedient. Also agile Bewegung und Working Out Loud-Bewegung sind zwei, wo wir sehr viel profitiert haben in den letzten Jahren. Die agile Bewegung deswegen, weil sich da so ein bisschen rausgestellt hat, wie mache ich denn aus einer Organisation eine agile Organisation? Das ist ja gar nicht so einfach. Ne? Ich meine, klar, man kann schnell irgendwie Leute auf eine Scrum Master Schulung schicken, aber daraus wird ja keine agile Organisation aus meinem Unternehmen. Und da hat sich eben zunehmend gibt so eine technokratische Schiene. Ich weiß nicht, nimm mal die Handhebefunktion, wer ist so ein bisschen in agil drin? Nicht, dass ich hier Eulen nach Athen trage und alles erzähle. Ich sehe 4 physische Hände und 2 digitale. Okay, ja. Also es gibt so ein bisschen die technokratische Schiene, also sagen wir sowas wie Safe Framework, Less Framework, ne, solche Sachen. Und dann gibt es eher die so auf der organischen Ebene unterwegs sind. Ne. Das eine ist vom Daniel Messick eben Open Space Agility. Also wie kann ich über so einen einladungsbasierten Prozess, ich lade alle Mitarbeiter ein, gemeinsam drüber nachzudenken, was müssten wir denn tun, damit aus unserer Organisation eine agile Organisation wird und habe dann so eine Taktung mit verschiedenen Open Spaces
wo ich dann Experimente mache und Stück für Stück agile Elemente, agile Prinzipien einführe. Das nennt der Invitation-Based Leadership. Und gibt es auch das Bossa-Framework, ne? Die bringen dann noch so Beyond Budgeting und Soziokratie und solche Dinge mit rein. Und das haben wir so jetzt für uns, für unser eigenes Wissensmanagement-Modell quasi als Treiber genommen, weil das sehr gut passt zu sagen, Nordstern bei uns ist lernende Organisation. Das habt ihr hier im Paper, ist das hier drüben. Ne? Nordstern ist lernende Organisation. Ich brauche nicht eine Wissensmanagement-Abteilung, sondern in Anlehnung an das Tool Operating System von dem John Cotter, so eine, der nennt es ja eine Leading Coalition oder Guiding Coalition, ne? Brauche ich so eine Art Koalition des Lernens, also Leute, die sagen, wir müssen es in unserer Organisation treiben, lernende Organisation zu werden. Und die dann nach dem Middle-Up-Down-Ansatz von dem Nonaka quasi dieses Spannungsfeld, ne? Was ist so, was will die oberste Leitung, was ist so Mission, Ziele für die nächsten Jahre, was für eine große Chance kann ich daraus ableiten, ne? So Corona als große Chance gibt es im Moment, aber auch davor, ne? Elektromobilität, Umstieg auf von Komponenten auf Systemzulieferer, solche Sachen. Also wie kann ich das Thema Lernen und Wissen in die Sprache des Managements übersetzen letztendlich. Na, und dann über so eine Taktung, da macht man hier alle Vierteljahre quasi so einen Open Learning Space, wo im Prinzip die ganze Organisation eingeladen wird, gemeinsam darüber nachzudenken, was müssen wir tun, um lernende Organisation zu werden. Und wenn ihr da ein bisschen gucken wollt, weil das, glaube ich, in der Wissensmanagement-Szene nicht so bekannt ist, Hashtag Datev lernt auf Twitter. Also Datev hier ist ein so ein Kunde, mit dem wir genau sowas machen, wo eben über Twitter auch von der die Julia Bangert, COO, und Christian Kreiser und so, da viel, viel dokumentiert ist auch auf Twitter. Na, also das ist quasi die Geschichte. Und das Zweite ist eben diese ganze Working Out Loud Schiene. Das kennen ja viele hauptsächlich aus diesem Working Out Loud Circle Guides von John Stepper. Aber das ist nur das zweite Kapitel sozusagen. Die Grundbewegung geht eigentlich darauf zurück, so ganz altes Blogpost von McGee, der gesagt hat, so ein Grundproblem an Digitalisierung ist, dass durch die Digitalisierung die Wissensarbeit unsichtbar wird. Also da, wo früher irgendwie mal in der Automobilentwicklung noch mit Prototypen und da standen irgendwie Sachen rum und man sieht, wer arbeitet da an was rum, läuft man heute durch die Firma und alle sitzen vorm Rechner, egal ob es der Empfangsmensch ist oder der Chefentwickler, und ich sehe eigentlich gar nicht mehr, was die machen. Dadurch, dass die ganzen Systeme alle close by default sind, ne, kann ich da auch nicht reingucken, an was für ein Dokument arbeitet der gerade. Na, und da kam halt diese schöne Definition von dem Bryce Williams, ne, Working Out Loud als Observable Work plus Narrating Your Work. Also ich muss dafür sorgen, dass die Inhalte, die Artefakte der Wissensarbeit, ne, was meistens halt Dokumente, Konzepte, Datensätze sind, sichtbar werden. Und es hilft mir nicht, dass ich nur das Dokument irgendwie habe, sondern irgendwie brauche ich das Storytelling rund darum. Also was habe ich mir dabei überlegt, welche Ansätze habe ich verworfen, was hat nicht funktioniert, all das brauche ich. Und da hat man dann den Brückenschlag zur Technik, wo man sagt, ich brauche halt nicht Dokumentsilos und verschlossene Communities und so weiter, sondern ich brauche eben eher offene Webinhalte, Wikis, soziale Netzwerke, Blogs, Podcasts und so weiter. Und da ist eben auch nicht nur die Technik, sondern da haben wir ja vor 2 Jahren mal diesen Dreiklang Mindset, Skillset, Toolset geprägt. Ich brauche eben vor allen Dingen auch das Mindset, das, was in so einer Open-Source-Community zum Beispiel drinsteckt, dass man sehr viel veröffentlicht, dass es der Standard ist, dass alle Tasklisten offen sind, alle Ziellisten offen sind. Würde ich sagen, ist das in Unternehmen noch eher die Ausnahme. Also Unternehmen, die so OKR praktizieren, wie Google zum Beispiel, kann ich im Intranet gucken, was hat der CEO für Ziele im nächsten Quartal. Und wenn er die nicht erreicht hat, kann ich ihn fragen, warum hast du die nicht erreicht. Ich kenne keinen unserer Kunden, wo irgendwie die Ziele des Vorstands offen im Intranet stehen. Sowas gibt es halt nicht. Aber das wäre dafür quasi wichtig. Also das ist mal so ein bisschen ein Überblick. Jetzt würde ich schauen, dass wir noch genug Zeit haben für Fragen, dass ihr mal jetzt im ersten Schritt vielleicht in 1-2 Minuten die Fragen, die euch brennen, entweder wenn sie irgendwo zum Text passen, einfach hier reinbringen. Ich sehe da rechts außen, da hängt schon welche. Hier im Text hängt auch eine. Also ihr könnt mit dem Mausrad könnt ihr rein und rauszoomen. Linke Maustaste halten könnt ihr Post-it hier über die Post-it-Funktion machen. Ich mache mal hier einen Timer, 2 Minuten. Oben in der Zeile müsstet ihr den Timer sehen. Und wenn ihr euren Eintrag gemacht habt, könnt ihr auch die Karten der anderen schon mal lesen. Weil dann würde ich auch 2 Minuten geben, dass ihr alle
paar Klebepunkte verteilen können und dann kriegt man hoffentlich eine Reihenfolge der Wichtigkeit der Fragen, die dann für alle passen. Und wundert euch nicht, dass ihr so lustige Namen habt wie Visiting Duck. Das ist einfach deswegen, weil das Tool anonym ist, ne? Dass ihr da nicht, ihr könnt euren Namen damit dazu schreiben, aber müsst es nicht. Ich nehme mal einen Schluck aus meinem Tee. Sekunden haben wir noch. Glaube, es bei jemandem technisch nicht, dann könnt ihr mir die Frage auch sagen, dann kann ich die da noch mit reinschreiben. So, der Lehrer würde sagen, letzten Satz fertig schreiben. 15 Sekunden haben wir noch. Du bist aber auch streng. Ja, schlimm. Timeboxing. Das sind die Scrum Master. So. So viel zu Bima und agil. So, hier Bimmels. Name your session. Ich nenne das mal Priorisierung. Ihr habt alle 5 Stimmen, die könnt ihr häufeln. Die könnt ihr häufeln oder verteilen. Man sieht oben, wie viele Leute schon abgestimmt haben. Und ich setze wieder an 2 Minuten Timer. Genau, schon mal ein bisschen drüber. Was haben wir hier alles? Habt ihr es geschafft, Prozesse mit Wissensmanagement zu verbinden? Frage zu Expert Debriefing. Was ist die Frage? Wer das geschrieben hat, muss einen kurzen Satz sagen. Damit andere gut bewerten können. Ja, ich habe das geschrieben. Ich konnte das nicht so gut klein formulieren. Es geht darum, erstmal, was genau damit gemeint wird. Und wenn das das ist, was damit gemeint wird, die Frage, habt ihr da eine alternative, weniger zeitintensive Methode oder irgendwas anderes, was da mehr Systematik reinbringt? Ja, gut. Da kann ich was zu sagen. Genau, klappt das mit dem Voting? Ich sehe, einige haben hier auf den, Moment, da hat jemand auf dem Papier gewotet. Also eigentlich die Idee, auf dem Post-it zu voten. Es gibt doch gar keine Stimme auf dem Post-it. Funktioniert das nicht? Ich habe auf die Post-its was gewotet. Ah, okay, dann sehe ich das nur nicht. Okay. Aber jetzt müssten bei dir rote Punkte doch. Also ich habe auch auf einem Post-it gewotet. Ja, ich glaube, ich habe vergessen, den Haken zu setzen, dass ich nicht mitvote. Deswegen sehe ich das Ergebnis noch nicht. Naja. Dann vote doch mal kurz. Ja, ich vote nicht. Könnte ich die Sachen voten, die ich besonders leicht beantworten kann? Das wäre unfair. Als würdest du das machen. Das ist doch Berufsehre. Nein, ich will ja, dass ihr eure Fragen beantwortet bekommt. Nicht ich meine. So, also 10 Sekunden haben wir noch. Wäre nur irgendwie auch spannend, was du für Fragen an deinen eigenen Text noch hast. Das gibt es noch einige. Ich kann mal in die Ursprungsfassung gucken, weil das ist auch immer gar nicht so leicht, wenn man so eine Zeichenvorgabe hat, die nicht so groß ist. Ne? Da muss man immer mit kämpfen, was lässt man denn raus. Okay, also wir haben hier so ein kleines Ergebnis. Mit 4 Stimmen habt ihr es geschafft, Prozesse mit Wissensmanagement zu verbinden? Ja, ich denke schon. Also das ist ja eins unserer 3 Haupthandlungsfelder, dieses Concrete Learning Processes. Und es ist eigentlich ausgehend von der Idee von dem Peter Heisig. Wie heißt das? Ist dieses DIN A4 Querformats-Ding. Also der hat so einen Analyseleitfaden gemacht, wie ich quasi systematisch mit Fragen einen Prozess durchleuchte. Das ist eigentlich unser Standardinstrument geworden im prozessorientierten Wissensmanagement. Das haben wir nur ein bisschen angepasst auf
erst ISO 9001 und dann ISO 30401 und da gibt es noch ein paar andere so Prozessauditierungsverfahren mit einer Wissensbrille. Aber das ist eigentlich immer die Empfehlung, immer mit der gleichen Reaktion, ne? So das Stöhnen, wenn man Prozess- oder Qualitätsmanagement sagt, weil bei vielen damit halt die staubigen Ordner im Regal gemeint sind, die man nur dann rausholt, wenn man auditiert wird. Aber da haben wir so eine Folie mit dem, gibt ein schönes Statement von dem, wie heißt der, Deming, Walter Edwards Deming, ne? Der sagt, if you can't describe what you're doing as a process, then you don't know what you're doing. Und das ist eigentlich genau der Punkt. Ne? Das heißt, wenn jemand klagt, dass wir Wissen aus Projekten nicht transferieren können oder keinen Wissenstransfer haben, wir Leute das Unternehmen verlassen, und man hat halt nicht mal im Personalmanagementprozess oder im Lifecycle Schritte stehen der Wissensbewahrung, ne, die dann auch verbindlich sind bei bestimmten Rollen oder bestimmte Maßnahmen, wenn ein Projekt einer gewissen Kritikalität zu Ende ist, dass dann halt Retrospektiven oder Lessons Learned Workshops verbindlich sind, dann brauche ich nicht klagen, dass ich kein Wissen aus Prozessen irgendwie nicht transferiert bekomme. Ne, und dann ist wahrscheinlich der erste Schritt, wenn ich es jetzt in so ein Reifegradmodell aufschreiben müsste, wäre dann erstmal überhaupt an der eigenen Strukturiertheit, also der Prozessstrukturiertheit, was wird dokumentiert, was wird aufgeschrieben, was nicht, zu arbeiten, bevor ich dann überhaupt auf so einem nächsten Level drüber nachdenken kann, an welchen Stellen braucht der Prozess eigentlich welches Wissen, wer muss da mit wem sprechen, wo schreibe ich was auf, in welchem Tool. Und das, da haben wir, glaube ich, also ich hatte persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, in der Session morgen, wenn wir da ein bisschen drüber sprechen, ich hatte gehofft, dass uns da die ISO 9001 2015 und dann auch die 30401 ein bisschen mehr Rückenwind gibt. Wir haben es ehrlich gesagt so gut wie gar nicht gespürt. Es war so ein bisschen, man hat in den bestehenden, also wir haben mit recht wenig großen Firmen recht intensiv zu tun, also wir haben wenig so Neukundengeschäft. Und da hat man gemerkt, dass man darüber jetzt ganz andere Stakeholder nochmal in die Projekte reinbekommt, also die ganze, klar, QM-Fraktion, Total Quality Management, auch so Governance-Leute mit Richtlinien. Aber dass jetzt so ein Ruck durch den Markt gegangen ist, oh, jetzt kommt irgendwie ISO 9001 und wir müssen alle Wissensmanagement machen. Also ich habe es nicht beobachtet. Vielleicht ist es bei euch anders. Frage meldet sich. Bei dir ist es anders? Du bist noch gemutet, glaube ich. Sorry. Ja, nee, bei mir ist nicht anders. Ich hätte nur gerne noch einen anderen Aspekt in deiner Antwort. So wie du es jetzt beschrieben hast, ist klar, ich muss in den Prozess halt dann Wissensmanagement-Aktivitäten integrieren, sozusagen, sonst funktioniert es nicht. Die Frage war jetzt aus meiner Sicht auch, ob du Methoden oder Werkzeuge kennst, wie ich eben bestimmte Sachen vielleicht auch automatisch aus dem Prozess rausholen kann, ohne dass ich ein extra Wissensmanagement einführen muss, sozusagen. Das der feuchte Traum der KM-Szene seit den 90ern, ja. Und das versprechen einem natürlich seitdem auch alle, ne? Also die ganzen Suchmaschinenanbieter und Workflow. Ich muss sagen, ich habe bisher noch nichts gesehen, was mich so wirklich überzeugt hat. Es kommt jetzt so eine neue Generation, weiß nicht, ob jemand heute früh in der Session vom Ragnar war, der über das Projekt Syntax Microsoft, ne, letztes Jahr, kuratierten Track Cortex ein bisschen erzählt. Na, also wir kommen jetzt in so eine, wir hatten ja so einen Riesenhub im Thema Big Data und Data Analytics und Data Science. Und das kommt ja nicht daher, dass da jetzt großartig neue Erfindungen gemacht worden sind. Die ganzen Paper, auf denen das passiert, die kommen aus den 60er, 70er Jahren. Aber was passiert ist, dass eben durch Moore'sche Kurve halt Rechenleistung, Bandbreite, Speicherkapazität da ist. Ich kann halt alles wegschreiben, was gemacht wird und kann das halt entsprechend auch prozessieren. Na, und das gleichzeitig habe ich den Trend der Plattformisierung, würde ich es mal nennen. Ne? Also das heißt, ich habe nicht mehr 1000 Systeme, die einen mailen da, die anderen machen Termine da, die Dateien liegen im File-Server, sondern das läuft jetzt halt insbesondere darauf raus, dass all diese digitalen Spuren der Wissensarbeit in Office 365 landen. Und damit wird es halt extrem spannend, sowas wie den Microsoft Graph, also die KI von Microsoft da drauf zu setzen, um dann quasi daraus Mustererkennungen zu machen. Und Ragnar hat früh gezeigt, wie man da Systeme trainieren kann, also dass ich da sagen kann, was ist ein HR-Dokument, was ist keins, wie soll der Workflow sein, wer ist da beteiligt. Ich wäre ein bisschen skeptisch, dass da sozusagen in ein paar Jahren auf Knopfdruck irgendwie eine perfekte KM-Systematik rausfällt. Ne? In sehr eingegrenzten Fällen, glaube ich, kann man da schon Sachen mitmachen. Aber ich sage mal so Basisprozesse, wie sich auf Jahresebene mal zu überlegen, was sind eigentlich unsere wichtigsten strategischen Wissensgebiete und wo sind wir noch schwach, wo müssen wir mehr machen,
wo müssen wir Menschen zusammenbringen, wo müssen wir Dokumente mehr sammeln, ne? So dieses Connect, Collect, Create. Das sehe ich noch nicht, dass uns die Technologie das wirklich abnimmt. Wäre eine interessante Session, mal so Hightech und KI im Wissensmanagement-Bereich. Danke. Ja. Die drei Voters da, die sind einfach auf den, da, das sind die, wo ihr auf einem ganzen Blatt gewotet habt. Da kann man, glaube ich, nicht im Detail eingehen, außer ihr sagt, was für eine Frage es ist. Ich würde dann erstmal hier die drei Votes machen. Also diese Frage zu Expert Debriefing, Sophie, das warst du, glaube ich, ne? Das war ich, Rosanne. Ah, Rosanne, okay. Also ist, noch mal damit, kurz, ja, ist damit gemeint, dieser moderierte Wissenstransfer, dass ein Wissensgeber und mit einem Wissensnehmer ein Interview gemacht wird und das dann irgendwie in einem Mindmap zum Beispiel zusammengetragen wird, wenn jemand das Unternehmen verlässt. Stimmt das? Genau. Also das Expert Debriefing ist quasi diese ganz alte, abgehangene Methode. Ne? Ich habe Moderator, Experte, Expertin, ein oder mehrere Nachfolger. Und habe halt irgendwie einen, Moment, Referenzprozess hier. Habe quasi so einen Prozess, wo ich sage, da gibt es ein Vorgespräch, da wird eine Wissenslandkarte erstellt, wird ein Maßnahmenplan abgeleitet, gibt Feedback und dann werden die Maßnahmen durchgeführt. Ne, und das ist, was wir bei Audi jetzt da in den 90er Jahren eben mitentwickelt haben. Und dann war eben die Wissensstaffetten-Einführung bei VW. VW hat es dann auch in VW Coaching, die haben so einen externen Anbieteransatz, ne, wo man bei ihnen auch Trainings buchen kann, und die haben das quasi in ein externes Portfolio genommen und da hat es da bis in die Runde gemacht, ne, Henkel und so weiter. Debriefing. Und wir haben bei uns im Wiki, haben wir mal so eine Übersicht gemacht, ne, da könnt ihr gucken, wenn euch das interessiert, ne, wo ist das überall im Einsatz. Also das sind alles Cases, die wir gemacht haben. Wo das überall ein bisschen anders heißt. Ja, sorry. Genau, weil das ist eine recht, also eine zeitintensive Technik, und es ist, bei uns ist manchmal das Problem, ne, dann kommt es so ein paar Wochen an, wo man dafür Zeit hat, und dann klappt es irgendwie manchmal nicht mehr. Und wir haben gerade nach so eine systematischere Lösung, wo man das, ne, also wäre das dann vielleicht eher so eine Wissenslandkarte erstellen, was man dann aktuell hält, oder gibt es da noch eine andere Idee, wie man das irgendwie, dieses Wissen regelmäßiger erfassen kann? Ja, also die, ihr könnt mal bei den Fallbeispielen schauen, da haben wir von der Metro zum Beispiel, das als Gitter sind da Cases verlinkt, wo die Logik so ein bisschen sichtbar wird, ne, und man sagt, eigentlich ist Expert Debriefing ist ein Reparaturprozess für Dinge, die ich vorher nicht richtig gemacht habe. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt sage, ein Mitarbeiter führt zum Beispiel so seinen eigenen Memex, seine eigene Wikipedia, hat ein OneNote, da sind die ganzen Tasks gelistet und Lessons Learned aufgeschrieben und welche Rollen habe ich eigentlich, welche Wissensgebiete sind relevant, mit wem habe ich da zu tun. Ja, dann ist das zumindest mal dieser Erhebungsteil ist ein sehr überschaubarer Aufwand, wenn ich einen Nachfolger habe hinten. Ja, was natürlich wichtig ist, ist, dass implizites Erfahrungswissen zu übertragen ein Prozess ist, der immer Zeit braucht. Also nicht umsonst schicken wir halt unsere Kinder 13 Jahre in die Schule und nicht 13 Monate, weil das halt einfach Zeit braucht. Und wir haben halt viel mit so, was weiß ich, Konzernexperten für Lack- und Lösungsmittel, für Batterietechnologien und so zu tun. Das sind Leute, die haben irgendwann mal promoviert und sind seit 30, 40 Jahren in dem Themenfeld. Und manchmal sitzt du da einer Führungskraft gegenüber, die sagt, was, Herr Dücker, der Prozess soll 6 oder 7 Monate dauern, geht es nicht in einer Woche? Ich überspitze ein bisschen. Ne? Mhm. Und dann sage ich, naja, wenn das ginge, dann könnten wir unsere ganzen Unis und alles abschaffen und würden das durch den Prozess ersetzen. Ne? So USB-Stick rein und irgendwie Erfahrungen rüber kopieren. Das geht halt nicht. Und da haben wir halt, wir haben so eine Ausbildung, wo man sich für so einen Moderator ausbilden lassen kann. Und da versuchen wir halt sehr stark zu sensibilisieren. Da sind auch viele Inhalte von dem Buch Deep Smarts drin. Das empfehle ich. Weil da ist so Argumentation drin, wie man das einfach kontern kann, ne? Und sagen kann, wenn da jetzt jemand, der tief in irgendeinem Fachgebiet drin ist, sein Erfahrungswissen übertragen soll, da gibt es ja so 10,000-Hour-Rule und so weiter. Also da brauche ich nicht anfangen mit 5 Tagen oder so. Wenn natürlich auch alle nach diesem Zauberstab suchen, das weiß ich schon. Wir haben ihn leider nicht. Ja. Clara, du hast die Hand gehoben? Ja, danke. Ja, tatsächlich, weil ich auch an der Frage immer wieder so rummache bei uns im Unternehmen. Wir sind ja gemeinnützig und projektgeleitet, also wir sind auch fremdfinanziert damit.
Und wir haben wahnsinnig hohe Fluktuationen, was auch ziemlich üblich ist in dem Feld. Und also ich habe ja schon echt einiges, würde ich sagen, hingekriegt, was Wissensmanagement angeht bei uns. Aber das Thema kriege ich wirklich nicht in den Griff, also gar nicht. Weil das, von Monaten kann ich da tatsächlich auch nicht sprechen. Ne? Also insofern ist das für mich jetzt irgendwie auch wieder so eine Reassurance, wenn du das so klar und deutlich sagst, dass es halt auch nicht funktioniert. Bei uns arbeiten die Leute teilweise nur 2 Jahre oder so. Und dann ist vielleicht auch die Frage, aber trotzdem haben wir natürlich auch dadurch das Problem, dass wir permanent wieder von vorne anfangen müssen oder die Leute immer wieder von vorne anfangen müssen. Und klar unterscheiden sich die Projekte, aber so divers ist es dann doch wieder nicht. Ne? Ist alles im Bildungsbereich, man kennt ein bisschen die Stakeholder und Partner und so. Insofern frage ich mich. Was sicher nicht funktioniert, das haben wir ganz oft. Ne? So, wir haben einen super Wissensbewahrungsprozess definiert, aber irgendwie funktioniert er nicht. Ne? Da wird man in so ein Analyseprojekt eingeladen und stellt fest, da gibt es irgendwie eine Checkliste oder einen Leitfaden im Intranet und man wundert sich, dass die Leute, wenn jemand geht, nicht das nehmen und abarbeiten. Das passiert halt einfach in der Praxis nicht. Also wir haben jedes Jahr mittlerweile über 900 Moderatoren ausgebildet, jedes Jahr so ein Moderatorentreff und tun da immer so die kritischen Erfolgsfaktoren rausarbeiten. Und einer ist wirklich diese Moderiertheit des Prozesses, dass es einen klaren Anlass gibt, dass der angestoßen wird, dass sich so ein Experte auch ein bisschen mit einem sicheren Gefühl in den Prozess fallen lassen kann, was auch Wertschätzung ausdrückt. So dieses beim Einarbeitungsprozess neuer Mitarbeiter gebe ich mir Mühe und hinten, wenn einer 30 Jahre in der Organisation war oder auch 2 Jahre, ist ja egal, ne, dann gibt er nur seinen Schlüssel ab. Das passt irgendwie nicht zusammen. Ne? Und dann sind die Prozesse aber sehr skalierbar. Also, dass das über Monate oder Jahre geht, ist sicher, wenn man so eine Gauss-Kurve nimmt, schon eher das obere Ende. Ne? Wir kriegen auch oft die Frage gestellt, wie stellt ihr sicher, dass da 100% des Wissens transferiert wird, wo ich immer sage, das Einzige, was wir sicher wissen, ist, dass nicht 100% des Wissens transferiert wird. Und ich sage halt, alles, was man macht systematisch, ist mehr als nichts zu machen. Ne? Ist mehr als einfach nur ein Bier zu trinken und dann den Werksausweis abzugeben. Ne? Und deswegen muss man das halt immer skalieren, dass es passt. Ne? Dass man sagt, vielleicht ist es auch nur eine Stunde oder zwei. Getränkemittelverpackungsbereichen Kunden, die haben so eine Community aufgebaut mit Moderatoren, da sind 40, 45 Stück drin. Und wenn jemand geht, stellen die da eine Anfrage rein, die Führungskräfte. Und wenn gerade jemand Zeit hat, begleitet er das mit 2-3 Stunden zum Beispiel. Ne? Und darüber kommen die oft drauf, oh, das sind noch ganz viele Sachen, da müssten wir mal tiefer bohren. Und dann werden es vielleicht, wenn aus den 3 Stunden werden 2 Tage oder so, nicht die langen Zeiträume. Aber wir haben halt auch oft gerade in so Technologie, also wir haben hauptsächlich mit so Maschinen- und Automobilbau zu tun und überall, wo es um Engineering geht, ne, wo du schon so Situationen hast, wo halt jeder in einem Forschung- und Entwicklungsbereich so die 2-3 Namen benennen kann von Leuten, wenn die wegbrechen, dann bricht dir halt wirklich Schlüssel-Know-how weg. Ne, so der Corona der Drosten quasi in der Organisation. Und da würde ich dann nicht rangehen mit ein paar Stunden, ne? Sondern das ist ja wirklich, da ist dann auch meist den ganzen Führungskräften klar, dass man da was machen muss und eben nicht nur kurz ran kann. Aber wie gesagt, das kann man eben sehr stark skalieren. Und oft ist dann so, man fängt mal mit wenig an und darüber kommen die Leute dann auch auf den Geschmack und man stellt fest, Mensch, die Mitarbeiter, die in so einem Prozess waren, die sind heute schneller produktiv als waren beispielsweise. Ne? Also wo das sich so über Jahre, ne? Bei Schaeffler haben wir das ist seit 2004, 2005, und die ersten 3 Jahre waren halt auch mit extremen Anlaufschmerzen und Schwierigkeiten verbunden. Da packt jemand gerade seinen Koffer ein. Genau, ich schiel mal auf die Uhr. Also wir haben 16 Uhr. Sollen wir die Frage mit den 3 Worts noch machen oder sollen wir Schluss machen? Wer ist für machen? Hand hoch. Okay, das waren von den Videobildern und plus 1, okay, das war mehr als die Hälfte. Ich würde sagen, wer raus will, weil er die Pause haben will, springt halt einfach raus. Danke euch. Und dann würde ich auf diese Frage, wer hat die gestellt, wie etabliere oder halte ich lebendiges Wissensmanagement? Auch Clara. Ja. Ja, ich glaube, ich könnte mich auch mit dir dann auch nochmal außerhalb drüber unterhalten. Klar. Also ich würde einen Hinweis mal geben, weil jetzt ja viel, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, über Graswurzelbewegung, Bottom-up-Movement, Bewegung generell diskutiert worden ist. Und da sprechen wir in der Session morgen auch nochmal drüber. Da ist in dem, Moment, kurz suchen, wo man das hier, Veränderung der Organisation,
Genau. Also ich sag mal, die alte KM-Historie, da ist man immer von Top-Down-Change ausgegangen. Also wir haben die ganze Schiene Wissensmanagement-Abteilungen, wir haben die Chief Knowledge Officer, wir haben so ein paar Ausnahmen, die früh schon anders gemacht haben, also Siemens zum Beispiel, die hatten eine COP-KM, also eine Wissensmanagement-Community, aber auch eher aus der Not heraus, weil der Top-Manager weggebrochen ist, der ihnen Rückendeckung gegeben hat. Ja, und was ich gerade eben für spannend finde, ist zu sagen, wie kann ich ein Wissensmanagement aufsetzen, was nach dieser Nonaka-Idee Mittel-up-down getrieben wird. Heißt, ich habe vielleicht nicht den Vorstand, nicht die Geschäftsleitung hinter mir, aber ich habe so eine Koalition von 2-3 Leuten mit Schulterklappen. Also der Christian Kuhner in dem Adidas Learning Campus Projekt hat gesagt, ich bin hier jetzt 20 Jahre, mich kündigt man nicht so schnell. Das heißt, wir verfahren nach dem alten Paradigma lieber später um Entschuldigung bitten als vorher um Erlaubnis fragen. Ja, und wir haben dann quasi aus HR raus die Leute vom Innovationsmanagement eingebunden, weil da war der Eric Littke, der Vertriebsvorstand, mit dahinter und alles, was nach Innovation gerochen hat, war hip. Da hatte man sofort Vorstandsrückendeckung und die Kommunikation dahinter und aus der IT jemand dahinter. Und dann hatte man quasi so einen Verbund, die formal im Organigramm überhaupt keine Einheit waren. Das war keine Abteilung, die hatten keine formale Beziehung, die hatten kein einheitliches Budget. Aber die vier haben gesagt, wir wollen quasi aus Adidas eine lernende Organisation machen. Und das war für mich so ein bisschen so ein Erweckungserlebnis, klingt so religiös, aber so ein echter Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, oh, vielleicht ist diese alte Idee, wir brauchen neben HR und IT und Legal und so weiter eine KM-Truppe, vielleicht ist die gar nicht so gut. Und vielleicht ist dieses, ich suche mir erstmal so Verbündete und vielleicht ist das Grassroot, vielleicht weiß die Organisation noch mehr was, ne? Der eigene Chef sollte vielleicht Bescheid wissen, ne? Und man formt da quasi etwas, schaut, was sind so die Long-Hanging Fruits, also wo kann man schnell Mehrwert schaffen, wie kann man Wissensmanagement in den Kontext der Fraktionen stellen, ne? Also die KM-Geschichte für einen HR-Vorstand erzählt, klingt anders als für einen IT-Vorstand, anders als für einen Vertriebsvorstand, anders als für einen Forschungs- und Entwicklungsvorstand. Na, und darüber, so wie Nonaka das damals in dem Paper halt geschrieben hat, sich so rausspiralisieren. Also man bekommt Leute, die genau wissen, wo will das Top-Management hin, was sind die Knöpfe, die ich da drücken muss, was sind die KPIs, die relevant sind, weiß aber gleichzeitig auch, wo sind die Probleme und Sorgen der Basis. Ne? Also wo drückt da der Schuh? Zeitknappheit, im Moment Kurzarbeit, ich kann eh meine Arbeit nicht mehr machen, weil ich gar nicht genug Zeit habe, ne? Und versucht da quasi so eine Spirale in Gang zu setzen. Das ist eigentlich im Moment der Versuch, den wir in den Projekten gehen. Und wie gesagt, so diese, muss ich überlegen, also Audi ist, glaube ich, die Wissensmanagement-Abteilung, die Zentrale 2004 schon aufgelöst worden. Bei Schaeffler hat sie bis 2012 noch überlebt und in den letzten 5 Jahren könnte ich euch jetzt zumindest bei unseren Kunden und so unserem Umfeld, wo ich Überblick habe, keine einzige Organisation sagen, wo eine neue gegründet worden ist. Also das heißt, ich muss irgendwie mit anderen Strukturen agieren, als auf Abteilungsbildungen zu hoffen. Aber das ist vielleicht dann was für von 2020 bis 2040. Das werden wir heute nicht ausformulieren können. Nee, schön. Alles klar. Mit Blick auf die Uhr würde ich dann sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es war spannend für euch. Konntet was mitnehmen. Danke, dass ihr so aktiv dabei wart und viel Spaß weiterhin im Knowledge Camp. Und schön, dass ihr viel die Kamera anhabt. Selbst Andreas kommt jetzt. Oder kommst du gerade erst rein? Du bist ja auf Mute. Standardsatz. Moment, da halte ich die Aufzeichnung noch an. So.